Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Dying Light 2 Video und heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch, nämlich wunderschöne und richtig schicke Wandersandalen. Wer liebt sie nicht? Also Flipflops, die bewirken, dass ihr euch automatisch abrollt, solltet ihr aus hohen Höhen fallen. Die Gaming Booster meines Partners Holy Energy bewirken zwar nicht, dass ihr keinen Fallschaden mehr nehmt, solltet ihr euch auf die Fresse legen, aber so ganz ohne zusätzlichen Zucker, mit natürlichen Aromen und vor allem mit 160 Milligramm Koffein können sie auf jeden Fall dazu beitragen, dass euch das gar nicht mehr passiert. Das Schöne ist, Holy Energy hat die Probierpacks jetzt wieder mit im Sortiment. Das heißt, wenn ihr euch einfach mal durchprobieren wollt durch die einzelnen Sorten, könnt ihr das jetzt wunderbar machen. Checkt dafür gerne meine Links unten in der Videobeschreibung aus und benutzt auch meine Codes, um entweder bei eurer ersten Bestellung 5 Euro zu sparen oder bei jeder weiteren Bestellung ganze 10%. Nebenbei unterstützt ihr mich und meinen Kanal auch noch ein bisschen, also schon mal vielen lieben Dank dafür und lasst es euch schmecken. Aber jetzt zeige ich euch natürlich, wo und wie ihr die sexy Wandersandalen bekommen könnt, um sie Aiden an die Füße zu klatschen. Ich meine, so oder so ist es tatsächlich egal, was Aiden, der Frauenversteher, trägt. Leute, die die Kampagne fertig gespielt haben, wissen, glaube ich, ganz genau, wovon ich spreche. Aber letzten Endes könnt ihr euch die Sandalen einfach nur abholen bei eurem Schlafplatz beim Fischauge. Wenn ihr dort reinlauft und ihr habt dieses Hahnenposter an der Wand kleben, dann müsstet ihr eigentlich direkt daneben auf dem Stuhl auch ein Päckchen liegen haben, in dem ihr die Sandalen findet. Als ihr dieses Poster dort aber nicht habt, so wie es bei mir am Anfang war, dann müsst ihr erst eine Nebenquest-Reihe abschließen, die ihr auf dem Peacekeeper-Schiff Missy bekommt. Dort müsst ihr unter Deck zur Bücherei laufen und die Nebenquest-Reihe der Buchclub annehmen. Dazu müsst ihr verschiedene Häuser aufsuchen und ganz bestimmte literarische Werke einsammeln. Also eine ganz klassische Fetch and Bring Quest, wie sie im Bilderbuche steht sozusagen. Und diese Nebenquest müsst ihr bis Stufe 3 absolvieren, also 1, 2 und 3 abschließen und dann müsst ihr noch ein bisschen Zeit vergehen lassen, bis ihr dann nochmal vom NPC kontaktiert werdet und die Stufe 4 dieser Quest getriggert wird. Das war der Zeitpunkt, zu dem bei mir dann das Poster und damit auch die Sandalen aufgetaucht sind. Also einfach wieder zurück nach New Dawn Park und zum Fischauge, ab in euer Versteck und dort könnt ihr dann zum einen auf einer Matratze ein bisschen chillen und die Bücher lesen, die dort liegen, im literarischen Sinne, oder aber eben neben dem Poster dann euer Paket einsammeln, in dem ihr die schicken Sandalen findet. Beachtet hierbei, dass die Sandalen leider einen sehr niedrigen Rüstungswert haben, dafür schützen sie euch aber vor Fallschaden. Naja gut, ihr dürft natürlich nicht unendlich weit runterspringen, so wie ich das gleich probiert habe, sondern ihr müsst natürlich aus einer ganz normalen Höhe abspringen, aus der ihr euch sonst auch abrollen könntet, nur das übernehmen dann eben die Sandalen für euch automatisch, ohne dass ihr noch eine Taste drücken müsst. Aber das war's auch schon für dieses Easter Egg, ich hoffe das Ganze hat euch gefallen und ich wünsche euch viel Spaß mit Caspers Sandalen. Wenn ihr Lust habt, das Video in meinem Kanal zu supporten, gerne einen Daumen nach oben da lassen und für weitere Guides und Videos rund um Dying Light 2 und anderen Open World Games gerne mit einem Abo auf dem Kanal mit dabei bleiben und die Glocke aktivieren, damit ihr immer benachrichtigt werdet, sobald ich mein nächstes Video hochlade. Das war's für dieses Video. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen, habt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video.